Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wie ihr seht, habe ich da oben nur noch wenig Gems, was mich jetzt wiederum dazu verleiten würde, Gems zu kaufen. Aber nein, es gibt da natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich selbst habe es zwar noch nicht zum Laufen gebracht, aber prinzipiell möchte ich natürlich trotzdem was mit euch sharen, sozusagen mit euch teilen, was ich gehört habe, was theoretisch funktionieren soll, was theoretisch natürlich jetzt auch eher in die Rubrik Cheat fällt, deswegen werde ich wahrscheinlich auch diese Folge so ähnlich nennen. Geht darum, wie man praktisch am PC mit dem Emulator, zum Beispiel BlueStacks, und einem Programm, was die Mausbewegungen und Klicks aufzeichnet. Da gibt es zum Beispiel die Mouse and Keyboard Recorder, gibt es zum Download, zum Beispiel kostenlos als Probeversion. Da wird dann immer, wenn man es neu startet, wird dann die Ladezeit länger. Ich hatte dann am Anfang irgendwas um die, weiß nicht, 2-3 Tage, bis ich mir es dann irgendwann gekauft habe. Man kann so Programme bestimmt auch irgendwo im Internet natürlich total kriminell runterladen, ohne dass man dafür Geld bezahlt. Weiß ich jetzt aber nicht. Seid da erstens vorsichtig, weil wenn man das irgendwo runterlädt, kann natürlich immer ein Virus mit dabei sein und ich möchte sowas natürlich auch nicht unterstützen. Ja, dieses Programm benutze ich eigentlich für andere Spiele sehr gerne, weil ich da halt mir das ewige Hin- und Hergeklicke erspare und das praktisch automatisch hin und her läuft. Ich dachte, vielleicht kann ich das doch auch für hier Knights and Dragons verwenden. Plan ist folgender, ihr geht hier oben auf die Aktionen, geht hier rüber, jetzt muss ich aufpassen, ich habe vorhin schon mal eine Folge löschen müssen wieder, weil dann hier meine Kartendaten kamen. Und dann gehen wir, hol dir die kostenlosen Juwelen. Dann gibt es hier die Möglichkeit auf Videoangebote, also man würde jetzt praktisch hier die Aufnahme starten, geht hier auf Videoangebot. Dann kommt jetzt hier praktisch ein Video. Das werde ich jetzt nicht durchlaufen lassen. Das lasst ihr dann halt durchlaufen. Gut, das ist jetzt natürlich wieder ein schlechtes Beispiel. Ein sehr schlechtes Beispiel. Normalerweise kommt ja hier dann ein Video. Jetzt hier müsste ich hier oben Play drücken. Dann geht ihr hier praktisch unten beim neuen BlueStacks Player wieder auf zurück. Kommt wieder hierhin zurück. Kriegt dann gesagt hier ein Gem bezahlt. Da müsst ihr natürlich draufklicken. Dann beendet ihr die Aufnahme von der Mausbewegung und dann wird praktisch immer wieder die gleiche Bewegung gemacht. Also hier drauf. Dann müsst ihr natürlich warten. Im Normalfall dauern die Videos ja um die 30 Sekunden. Ich habe es dann so gemacht, dass ich, glaube ich, eine Minute gewartet habe. Also das kennt ihr alle. Ich hoffe, dass das jetzt nicht als Werbung läuft, Unterwerbung läuft. Ich meine, mit diesem Spiel habe ich persönlich nichts zu tun. Ja. Wobei das jetzt schon wieder relativ lustig aussieht, diese ganzen Tower-Defense-Sachen habe ich eigentlich früher sehr gerne gespielt. Na, nennt sich nicht mal Tower-Defense. Ja, und ihr würdet jetzt praktisch hier ein bisschen warten, dann wieder auf Zurückklicken. Danke, deine Belohnung wird in Kürze ausgezahlt. Und da kommt sie dann meistens schon. Dann macht ihr hier halt ein paar Klicks in die Mitte, damit das wirklich auch eingesammelt wird. Dann beendet ihr die Aufnahme, dann wird es wieder von vorne anfangen, wieder Videoangebote und so weiter. Ist jetzt insofern nur ein bedingter Cheat. Also, der Freund, von dem ich das gehört habe, dass das funktioniert und der wohl auch in seiner Gilde das als gängiges Mittel eingesetzt gesagt hat, meinte, Problem ist, wenn da irgendein außergewöhnliches Video läuft, was zu lang ist. Dann kann es sein, dass man auf das Video klickt und dass man dann irgendwann durch falsche Klicks vielleicht irgendwas Kostenpflichtiges runterlädt oder. Erstes Problem. Zweites Problem ist, oder Sache, wieso es nicht ein hundertprozentiger Cheat ist. Ja, also Cree kriegt für jedes Video, was ihr euch da anguckt, bestimmt auch irgendwie Geld oder was auch immer. Ja, also dementsprechend weiß ich nicht, ob es wirklich Beschiss ist. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich so sein sollte, dass ihr euch die Videos alle anguckt. Ich persönlich habe halt diesen Freund, der sagt, er setzt sich dann halt vor dem PC und liest dabei ein Buch oder guckt sich halt auf irgendwie einem anderen Monitor dann ein Filmchen an in der Zeit und lässt es halt nebenher laufen. Und so kriegt er halt seine Free Gems zusammen, ohne dass er da stundenlang sitzen muss und klicken muss, ja. Hat schon was, finde ich. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht hingekriegt. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich irgendwas in der Aufnahme falsch gemacht habe, dass es mir dann doch in die Videos reingeklickt hat oder. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit für einen Cheat. Wie immer noch erwähnt,
Jeder muss selber wissen, ob er das macht oder nicht. Prinzipiell sage ich mal, so wie Kree sich im Augenblick verhält, somit hier unter der Woche dann noch irgendwelche Wars anschmeißen und so weiter, haben sie das verdient, dass ich diesen Cheat auch weitergebe, weil ich das schon länger weiß, dass sowas funktioniert. Und ja, die ganze Zeit gedacht habe, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen. Es gibt ja doch mittlerweile ein paar Leute, die deine Videos gucken. Das wäre gemein Kree gegenüber, aber was Kree da im Augenblick macht, finde ich halt auch, es wird viel zu sehr mittlerweile auf Commerz und auf Ausbeuten von den Spielern, die mal dieses Spiel hier zu einem Top-Spiel gemacht haben in den Download-Rankings und so weiter. Und jetzt da alles rauszupressen, damit es dann in einem Vierteljahr, halben Jahr dann praktisch kaum noch jemanden gibt, der das spielt, weil alle alten Leute abspringen und die Leute, die neu einsteigen, bleiben halt nicht lange, ja, ist halt meiner Meinung nach schade für so ein schönes Spiel. So, jetzt habe ich das auch mal abgehandelt. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich krieg nicht zu viele Hate-Post von wegen du Cheater und überhaupt. Ich kann immer nur wieder sagen, jeder muss das selbst für sich entscheiden. Also ich habe in das Spiel schon einiges an Euros gesteckt, ja. Verdammt, meine Frau sitzt neben mir, die hört das. Nee, aber man muss halt wirklich für sich überlegen. Ich weiß, es gab auch irgendwelche Cheats, wo man am PC sich Gems oder Gold oder Erfahrungspunkte ercheaten konnte. Fand ich halt noch cheatiger, um es mal so zu sagen. Und war halt, denke ich, auch einfacher herauszufinden für Kree, wie, was, wo das funktioniert, ja. Ich denke, diese Sache, wenn sie mal gut eingestellt ist und läuft, ist für Kree eigentlich überhaupt nicht rauszufinden. BZW, Kree macht keinen Verlust, weil die Videos bestimmt mit Kree abgerechnet werden und die dafür Geld bekommen. Gut, okay, also. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss, bis dann, euer Aid.